Hey, ganz kurze Information am Anfang. Der erste Titel in dem Video ist von einer Freundin von Julie. Und falls ihr davon mehr sehen wollt, packe ich euch mal den YouTube-Kanal unten in die Videobeschreibung. Guckt da einfach mal vorbei. Da sind noch mehr Lieder und vor allen Dingen auch mit Musikvideos, die sehr, sehr, sehr aufwendig gedreht wurden. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem letzten Teil von Kroatien. Water drops are dripping out of my sink. Hallo Freunde, der letzte Vlog hat ein bisschen ungewöhnlich geendet und zwar habe ich euch ein bisschen gezwungen, diesen hier zu schauen. Ich hoffe, das habt ihr auch gemacht, denn ich bin jetzt noch mal ein paar hundert Meter weitergegangen und wie ihr sehen könnt, habe ich noch einen viel, viel geileren Stellplatz gefunden. Ich bin nämlich noch mal ein bisschen losgegangen, ihr habt es auch in dem kleinen Intro gesehen. Ich bin hier noch mal ein bisschen rumspaziert und habe noch einen schöneren Spot gefunden. Den werden wir jetzt gleich anfahren und heute Nacht auch als unseren Schlafplatz nehmen. Und natürlich werde ich den hier unten in der Videobeschreibung verlinken. Right in my head I hear a melody. Oh. And it was you, baby, who played it for me. Oh. Got in my prayer and you saved the queen. Oh. Now raise your glass up and sing it with me. Ja, ich weiß gar nicht so recht, wie ich anfangen soll. Wir waren auf dem Weg von unserem wunderbaren Schlafplatz Richtung Nivitsch und wollten eine Runde Minigolf spielen, weil wir uns da schon auskennen und wussten, dass wir da Minigolf spielen können. Dann ist aber etwas passiert, als wir losgefahren sind oder gerade unterwegs waren. Es hat sich ziemlich böse angehört. Es hat sich während der ganzen Fahrt schon ziemlich böse angehört. Und zwar meine Bremse. Ich zeige es euch einfach mal. Das Teil hier konnte ich einfach so entfernen, nachdem ich den Reifen abgenommen habe. Und das ist ein Bremsbelag. Ich glaube, das Ganze gehört nicht hier in meine Hand, sondern eben halt dementsprechend in gutem Zustand normalerweise an die Bremse. Dementsprechend Bremswirkung haben wir jetzt auch. Wir sind direkt zu einer Werkstatt gefahren, zu einer Bosch-Werkstatt, die halt ganz in der Nähe ist. Ich habe schon während des Urlaubs kompletten Bremsensatz für vorne bestellt, für in Deutschland, weil es sich schon so bescheiden angehört hat. Ich hätte viel früher gucken sollen, wie das Ganze aussieht, das weiß ich. Jetzt geben wir es wirklich in die Werkstatt, weil komplett mit Bremsscheiben alles vorne tauschen, kostet hier jetzt umgerechnet 180, 188 Euro. Und in Deutschland habe ich für den kompletten Bremsensatz 88 Euro bezahlt, den werde ich natürlich zurückschicken. Und zahle jetzt quasi für die Arbeit hier 100 Euro, dass es direkt auch fertig ist. Und das war jetzt so die eleganteste Lösung. Und wie gesagt, achtet so ein bisschen drauf, guckt selber immer mal ein bisschen drauf. Das Problem ist hier bei mir gewesen, dass ich halt die Winterreifen immer noch drauf habe, weil ich nicht auf Sommerreifen wechseln will. Ich will die Alufelgen nicht mehr fahren, habe noch keine neuen besorgt und konnte dann dementsprechend nicht nochmal nachgucken. Vor so einer langen Reise am besten die Arbeit machen. Nochmal nachgucken, ob das alles Schiko ist da unten. Und dann wird euch sowas auch nicht passieren. Dummes Vorbild, dummes Beispiel. Aber um es euch mal gezeigt zu haben, was jetzt schief gegangen ist. Wir sind jetzt auch nicht mehr auf Krieg, sondern wir sind kurz davor. Da ist auch die Werkstatt. Hier ist jetzt ein Autocamp, wo wir drauf sind. Ja, hier werden wir jetzt die Nacht verbringen. Trotzdem natürlich viel Spaß haben, weil morgen wird das Ganze dann gewechselt. Es dauert 2 Stunden, hat er gesagt. Und dann geht der Urlaub einfach so weiter wie vorher. Nur mit heiler Bremse und gutem Gewissen. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran, denn der Urlaub geht weiter. Wir geben natürlich so schnell nicht auf und ich wünsche euch noch viel Spaß.
the night to be over. I don't wanna live for the high. You are a warrior, I am a warrior. Just give me some time. Give me some time, give me some time. Trying to fill up the spaces you left in me. So, jetzt steht mein Oscar da vorne bei der Werkstatt und wird hoffentlich fertig. Die Bremsbeläge sind leider noch nicht da, die kommen wahrscheinlich erst gegen 13 Uhr. Wir machen uns einen schönen Strandtag, versuchen uns jetzt keinen Stress zu machen. Das kriegen wir auch irgendwie hin, ist ja doch noch einigermaßen günstig geregelt. Und ja, das ist ein Bosch-Service, ich hoffe, die machen das ganz gut. Kann man sich ja im Nachhinein auch nochmal vielleicht angucken, weil ich gucke ja auch gerne nochmal drüber. Und ansonsten gehen wir jetzt mal auf zum Strand. Jetzt nach dem ganzen Stress sind wir ungefähr nochmal 80 Kilometer gefahren. Der Bus läuft wieder, die Bremsen funktionieren wunderbar. Ich soll sie natürlich noch einbremsen, so um die 100 Kilometer. Das ist auch quasi schon fast geschafft. Ich bin natürlich weiterhin vorsichtig. Ich bin dankbar, dass es einfach alles so super schnell funktioniert hat, beziehungsweise wir sind dankbar, weil das wenig Zeit unseres Urlaubs gekostet hat. Und jetzt haben wir einen Ort gefunden, mal nicht direkt am Meer, aber es ist relativ in der Nähe und das zeige ich euch einfach mal von oben. Morgen. Wir haben jetzt den nächsten Morgen und weil ich euch zum Abschluss der Reise gerne nochmal zeigen wollte, wie das morgens aussieht bei uns, was wir alles so zu tun haben, damit wir wieder losfahren können, wollte ich euch das gerne jetzt an dem direkten Beispiel zeigen, weil jetzt sieht es so aus, wie es jeden Morgen quasi aussieht und euch zeige ich jetzt mal, was wir so machen müssen. Wir gehen einfach mal von hinten nach vorne durch. Hinten haben wir meistens irgendwelche Klamotten drauf, die gestern eben halt nass geworden sind und heute trocknen müssen. Das machen wir meistens auf dem Fahrradträger. Der Fahrradträger wird dann hochgeklappt und befestigt. Im Normalfall haben wir hier jetzt unseren Duschschlauch noch hängen. Den machen wir meistens abends noch ab, aber der könnte auch manchmal hier noch hängen, denn muss der natürlich für die Fahrt abgenommen werden. Dann wird der Kofferraum geöffnet. Und wie ihr seht, steht hier das ganze Geschirr rum und das wird natürlich erstmal sauber gemacht und weggepackt, so dass es in der Fahrt nirgendwo hinfliegen kann. Als nächstes bauen wir dann das Bett ab, weil das stört natürlich auch ein bisschen in der Beweglichkeit hier drin. Da wir hier im Urlaub nur unten schlafen, weil es oben einfach viel zu heiß ist, verstauen wir die ganzen Bettsachen oben im Hochdach. Damit wir ein bisschen Helligkeit hier reinkriegen, öffnen wir als nächstes immer die ganzen Vorhänge und damit wir auch die Fenster öffnen können, damit wir ein bisschen durchlüften können. Wenn wir wie heute Morgen zum Beispiel die Markise schon ausgezogen haben oder gestern Abend, dann muss sie heute Morgen natürlich noch abgebaut werden. Also mit der Markise ist es auch kein Problem, das alleine zusammenzuschieben. Dann muss man immer die Beine nach vorne setzen und so. Aber wenn man zu zweit ist, geht es so auf jeden Fall wesentlich einfacher, wenn der eine hält und der zweite kurbelt. Die Beine müssen natürlich auch noch verschwinden. Die schiebt man bis zu einem gewissen Grad hier rein. Und dann werden die mit Gefühl hier reingelegt und reingeschoben. Zu guter Letzt werden dann die Stühle verstaut. Thank you.
jedes Jahr sind wir jetzt auf dem Camp Tunarica, einfach weil es uns hier super gut gefällt, weil es richtig schön ist, weil die Preise günstig sind. Und was euch hier so erwartet, hat Julie nochmal gut zusammengefasst mit ein paar Aufnahmen. Und natürlich haben wir dieses Jahr die Möglichkeit, euch das Ganze auch mal von oben zu zeigen. Also viel Spaß. Ich bin hier jetzt gerade an dem Strand von Tunarica und zeige euch mal die kleine Bucht. Hier am Strand kann man sich Kajaks und Tretboote ausleihen und damit zu einsamen Buchten paddeln. Das war ein abruptes Ende, aber wir haben die letzten anderthalb Tage auf dem Campingplatz Tunarica sehr genossen. Falls ihr noch mehr von Tunarica sehen wollt, dann könnt ihr ja noch meine Videos von letztem Jahr anschauen oder von 2016. Die Wiedergabelisten verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten möchte ich mich einfach mal herzlich bei euch bedanken für das ganze Feedback auf die Videos. Das Ganze hier nehme ich jetzt wirklich heute Morgen auf. Gestern war noch ein sehr anstrengender Tag. Ein kleiner Ausschnitt davon hier mal. Und ich bin einfach wirklich, wirklich überrascht, wie krass die Videos ankamen. Und mich freut es sehr, weil so habe ich auch einfach mehr Bock, das Ganze weiterzumachen und nächstes Mal im Urlaub wieder die Kamera dabei zu haben, also euch dabei zu haben. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass dieses Video euch auch gefallen hat. Gebt gerne einen Daumen dafür nach oben. Es ist das letzte von dieser Reihe. Außer ihr wollt vielleicht noch eine kleine Zusammenfassung mit allen allgemeinen Sachen, so wie Ausgaben, Kilometeranzahl und was vielleicht mit Oscar so vorgefallen ist, außer das heute aus dem Video. Wenn ihr das wollt, dann stimmt hier gerne nochmal ab, ob ihr noch ein zusätzliches Video haben wollt. Und ansonsten abonniert gerne den Kanal. Falls ihr mehr von mir und von Oscar und von den Umbauten und von den Urlauben sehen wollt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!